Doch. Doch. Okay. Machen wir einfach nochmal alles. So, hi Leute, Melli und ich sind gerade auf der FIBO in Köln. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Okay. Hallo. Ich hoffe, ihr hört mich. Also, Melli und ich sind gerade auf der FIBO und wir haben Benno Tara getroffen. What's up? Und ja, wie es der Zufall wollte, Gesetz der Anziehung, dürfen wir ihn interviewen. Und ich sollte mal loslegen. Ich weiß jetzt keine, jetzt auf Anhieb. Hast du eine Frage? Melli, fang du mit einer Frage an, würde ich sagen. Was ist deine Motivation, immer weiterzumachen? Also niemals aufzugeben. Dein Warum. Genau. Ja, das Wichtige, also das Witzige ist, dass ich das immer, es gibt so mehrere Warums für mich in verschiedenen Situationen. Für mich ist das immer so, jetzt im Moment ist ein wichtiges Warum, dass ich eine Inspiration sein will für die Menschen, die an mich glauben, für meine Eltern, meine Schwester, meine Freunde, dass ich zu meinem eigenen Wort stehe und dass ich halt auch schaffe, andere Menschen zu inspirieren, indem ich das verkörpere, was ich auch sage. Und das ist wirklich mein Warum, dass ich sage, guck mal, man lebt nur ein einziges Mal, das ist nicht ein Test, es ist nicht so, dass ich jetzt Sachen ausprobiere und dass dann irgendwann das richtige Leben anfängt, sondern das ist jetzt das richtige Leben. Mhm. Und bevor du es weißt, kann es zu Ende sein. Und ich habe Vorbilder wie mein Vater, mein Großvater, weißt du, die schon so viel in ihrem Leben erlebt haben teilweise. Und das sind so Sachen, die man, so damals hat mich das nicht wirklich so interessiert. Ich wusste gar nicht, durch was ist mein Vater gegangen, als er jung war. Mein Großvater hat oft immer so erzählt aus dem Krieg und sowas. Aber das sind so Sachen, wo du dir denkst, so ey krass, wenn ich jetzt irgendwie heute zum Beispiel mir vorstelle, ich wäre 80, 90, so was habe ich mit meinem Leben gemacht. So, ne, ich habe so eine Zeit lang, war ich immer so in diesem Party machen, gehen, Sachen erleben. Es ist zwar cool, aber irgendwann ist es einfach, es ist sehr selfish. Es ist sehr so, ich selbst, ich habe meinen Spaß. Aber wie oft willst du Party machen? Wie oft willst du dich besaufen? Wie oft sagst du, ich schlafe den ganzen Tag und heute relax dich? Du kannst das ja, was bringt das am Ende? Wenn du 90 bist, sagst du, okay, ich habe 10 Jahre lang einfach nur gechillt. Und zusätzlich dazu irgendeinen Job gehabt, wo ich dann irgendwie aufstehe, morgens arbeiten gehe und habe diesen Loop, dass ich diesen Spaß dann habe, wo ich diese Pause brauche von diesem Job, der mich nicht erfüllt, mich selbst nicht erfüllt, aber der auch nicht wirklich was bringt anderen Leuten. Nicht wirklich, ich meine, jeder Job bringt irgendwo in der Kette einem anderen Menschen etwas, auch wenn du in einer Fabrik arbeitest oder so. Aber für mich persönlich ist es etwas, ich will nicht sagen so, das, was ich mache, ist mehr wert, als was ein anderer macht. Ja, aber für mich selbst, ich habe sehr viele Sachen gemacht. Ich habe am Fließband gearbeitet in der Fabrik. Ich habe von Tür zu Tür im Sales gearbeitet. Ich habe super viele Sachen gemacht, weil ich Geld brauchte. Ob das jetzt ein Sommerjob war oder keine Ahnung was. Und das hat mich überhaupt nicht erfüllt. Und nur die Miete zu bezahlen, ist für mich keine Inspiration, keine Motivation. Ich brauche diesen Challenge. Und für mich, mich selbst zu übertreffen, jeden einzelnen Tag nach vorne zu gehen, wenn ich das machen kann, für mich selbst als Motivation reicht das. Aber wenn es das zusätzlich noch andere Menschen motivieren kann, deswegen dokumentiere ich das und tue das auf Social Media und so weiter. Das habe ich vorher alles für mich selbst gemacht. Nur Leute, die mich kannten, haben das so mitgekriegt. Und sogar dann habe ich versucht, das immer zu pushen, immer versucht, andere Menschen zu motivieren. Das ist etwas, was ich schon von alleine immer gemacht habe. Weil ich gemerkt habe, wenn ich etwas verstanden habe, was für mich funktioniert, und ich sehe jemanden am Struggeln, dann, weißt du, so, ich kann nicht vorbeigehen und sagen, das ist dein Problem. So, ich muss automatisch, klar will ich jetzt nicht jedem Menschen auf der Straße stehen bleiben und helfen, weil irgendwie ist deine Zeit begrenzt. Und deswegen ist das so geil, dass wir in so einer Zeit leben mit Social Media, wo du wirklich sagen kannst, ey, ich kann, weißt du, so mit einer Plattform, wenn sie groß wird, 1 Million Menschen erreichen. Ja. Und ich brauche nur eine Stunde da. Und dieselbe Stunde könnte ich davor nur einem einzigen Menschen, mit dem man Unterhaltung haben. Und das ist wirklich etwas, was mich wirklich motiviert, nach vorne pusht. Und ich habe alle Mittel um mich herum. Ich meine, ich habe Film studiert an einer Zeit, wo es Social Media nicht gab. Ja, weißt du, und diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, die konnte ich damals nicht wirklich in dieser Form pushen. Und also, das ist eine sehr lange Antwort für eine kurze Frage, aber das ist dieses Warum, ist wirklich so ein gebündelte, ja, eine Zusammenfassung von diesen ganzen Sachen. Weil es ist schwierig, das mit einem Satz zu beantworten, aber das ist für mich so dieses Drive, für mich selbst und für andere. Ich teile einfach das, was mich selbst begeistert. Ja. So. Wann hat es so bei dir wirklich so Klick gemacht, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was tun oder jetzt verändere ich so meinen Lebensstil, meine Lebenseinstellung? Also woher hast du dieses Mindset her? Ja, das ist, guck mal, ich finde, es gibt ja so ein Wort, dieses Turning Point, wo Leute immer das Gefühl haben, so, es gab so einen Punkt in deinem Leben, wo es so ein Turning Point gab und ab da ist alles in die richtige Richtung gegangen. Bei mir ist es wirklich so, dass es
fast so wie so eine Art Domino-Effekt, dass es so mehrere Punkte gab, die miteinander kollabieren, bis es wirklich nach vorne geht. Aber man merkt das ja von außen manchmal nicht. Also man kann ja zum Beispiel nur sagen, you can only connect the dots backwards. Ja. Das heißt, wenn du hier bist, weißt du, ah, das und das und das hat mich hierhin gebracht. Und das ist so ein Mindset, den ich, weißt du so, du hast mir erzählt, dass als du groß geworden bist, du sehr schüchtern warst und so. Das war bei mir genau das Gleiche. Und bei mir war das so, dass ich aus der Elfenbeinküste gekommen bin. Und ich habe versucht, das zu analysieren, weil es geht ja die Psychologie des inneren Kindes, wo du einfach so versuchst, über deine Vergangenheit zu verstehen, warum du in bestimmten Situationen, weil das ist ja alles Interpretation. Wenn du ein Kind bist und deine Eltern irgendwas machen oder eine Situation passiert so und du bist 5 Jahre alt, du kannst ja nicht logisch schlussfolgern, das und das ist der Grund. Und dann denkst du vielleicht, ich bin schuld oder du connectest das mit ganz falschen Sachen. Und das wird aber dann dein Lebensmotto, das wird aber dann dein Leitsatz. Und du kannst bestimmte Leitsätze kreieren, die komplett falsch sind, die nichts mit der Realität zu tun haben, aber du denkst, es ist richtig. Und die bringen dich dazu, dann Entscheidungen zu treffen in bestimmten Bereichen, wo du dann kein Selbstbewusstsein hast, wo, wenn etwas funktioniert, du denkst, ich hatte Glück, ich habe es nicht gemacht und solche Sachen. Und das hat mich dazu gebracht, da, weißt du, mein Vater ist Afrikaner, meine Mutter ist weiß, ich bin in Elfenbeinküste groß geworden, ich hatte dann schon dieses, ich will mich anpassen. Dann sind wir umgezogen nach Belgien, dann sind wir nach Deutschland gekommen und dann war ich immer so diese Außenseiter. Ich wollte nicht auffallen, aber egal was du machst, du fällst sowieso auf. So. Und dann irgendwann hat es so gekippt, dann bin ich so dieser Rebell geworden und dann war ich immer so dieses gegen alles, gegen das System und alles Mögliche. Und ich bin durch verschiedene Phasen gegangen. Und es hat sehr lange gedauert, in diesem Fall für mich herauszufinden, dass es ist, wie soll ich das sagen, es gibt nur eine einzige Version von dir auf dieser Welt. Jeder Mensch ist unique. Du hast nur diese Fingerprints, deine Iris, wenn du das scannst, so alles ist einzigartig. Warum willst du versuchen, wie die anderen zu sein, wenn Gott dich anders gemacht hat als alle anderen? Das klingt so simpel, aber das, was du kannst, diese Kombination von Skills, die du hast, hat keiner auf dieser Welt. Die Art und Weise, weißt du, man denkt sich manchmal so, ja, wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie andere Menschen motiviere oder mein Message nach draußen bringe, so, es gibt andere Leute, die sind viel krasser, Tony Robbins, Brian Tracy, Leute, die so krasse Bücher geschrieben haben, so. Aber das Ding ist, es gibt nur eine einzige Version von dir. Es gibt Menschen, die connecten mit dir und die können nicht mit einem anderen connecten. Es gibt Menschen, die verstehen deine Sprache, es gibt Menschen, die mögen deine Art von Humor, es gibt Menschen, weißt du, ich meine so, deswegen ich bin so, das, was ich mache, kann kein anderer auf der Welt. Und das, was du kannst, kann kein anderer auf der Welt. Das sind Sachen, die muss man aber erstmal verstehen, weil es gibt diese intellektuellen Verstehen und dieses Verinnerlichen. Dieses Verinnerlichen geht nur durch Erfahrung. Und Erfahrung in Situationen, wo ich gemerkt habe, weißt du, ich war immer so, ich dachte immer, ich habe überhaupt keinen Plan, was mit meinem Leben anfangen soll. Ich war in der, wie heißt das, auf dem Gymnasium. Und Mann, ich hatte so Kids, die wussten schon genau, was die studieren werden, welche wie heißt, Noten die brauchen, weil wenn für den Studiengang brauchst du nur was Klausus und dann habe ich diese. Ich dachte mir so, fuck Mann, was soll ich studieren? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, überhaupt keine Ahnung. Dann war ich auf so ein Ding, das heißt FAW in Aachen, das ist die Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Das klingt sehr solide, aber eigentlich ist das vom Arbeitsamt so ein Programm zusammengesetzt von Kindern, die nicht wissen, was die machen. Bevor du arbeitslos bist, gehst du dahin. Und dann kannst du so Praktikas machen und dich so umsehen, was es für Jobs gibt und dich so orientieren. So eine Orientierungsmaßnahme war das. Die haben dir irgendwie so 400 Euro, so, weißt du, bezahlt jeden Monat für deine Miete und dies und das. Das war der Hauptgrund, warum ich hingegangen bin. Ich dachte so, hey shit, bevor ich nichts mache, gehe ich dahin, die bezahlen mich, ich sitze da im Unterricht, du musst nur anwesend sein und deinen Namen sagen, dann machen sie so ein Hackshit. Ich war so, Killer. Dann war ich da, da war ein Mädchen, die wollte einen Master studieren auf der Kunstakademie. Tag der offenen Türen, hab mir gesagt, willst du mitkommen? Ich hab gesagt, warum nicht? Ich bin einfach mitgegangen. Einfach so, ich hatte nichts zu tun, ich bin einfach mitgekommen. War ich da, dann dachte ich so, boah, Killer. Die haben, weißt du, so autonome Kunst, Bildhauerei, Malen, dann haben die Fashion Design, dann haben die sogar Objektdesign, Design so Stühle und so weiter, dann haben die Fotografie, Video, Grafikdesign, Webdesign, dies, das, alles Design. In Holland, ganz anders als in Deutschland, weißt du? Die Lehrer sind locker, du hast Dozenten, keine Lehrer, sind cool drauf, manche haben ihr eigenes Business. Ich habe diese ganze Atmosphäre gesehen und dachte, boah, das ist Killer. Ich habe keine Ahnung, weißt du, das ist so ein Ding, wo ich habe nicht diesen Studiengang gewählt, weil ich wusste, damit kann ich Geld machen oder das wird mir das und das bringen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich damit machen werde. Aber ich habe gesagt, ich will einfach hier sein, weil mir das Spaß macht und weil ich das Gefühl habe so, ey, das ist eine Umgebung, die mir gefällt. Ich muss erstmal meinen Vater erklären, der mir immer gesagt hat so, studier Business, mach BWL, du kannst Business machen mit Afrika, Import, Export. Und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe mal so ein Praktikum gemacht für eine Woche. Ich war da, ich so, boah, auf gar keinen Fall. Ich wusste nicht, was ich machen wollte, ich wusste, was ich nicht machen wollte. Und als ich auf dieser Schule war, und das ist so etwas, was später bei mir Klick gemacht hat. Die haben etwas in Holland, das nennt sich Propedeuse. Das heißt, das erste Jahr machst du so
alle Fächer. Es gibt Leute, die sagen, ich weiß, ich will Fotografie studieren. Ich will nicht Grafikdesign, ich will nicht diese Bildhauerei, ich will Fotografie. Aber in jedem Designbereich, es gibt so einen kreativen Prozess. Dieser kreative Prozess ist fast überall gleich. Ja? Und durch den kreativen Prozess zu gehen, in einen Bereich, der gar nicht deiner ist, hilft dir sehr. Und zweitens kannst du vielleicht etwas über dich entdecken, was du vorher nicht wusstest, wenn du dich einfach nur einschränkst über das, was du glaubst, was du willst. Deswegen haben die eine Regel, dass in der Propedeuse du machst alle Fächer. Alle Fächer. Und dann nach dem ersten Jahr entscheidest du dich für deine Spezialisierung. So, und im ersten Jahr habe ich alles gemacht. Und das war voll geil, weil jetzt merke ich, wie viele Sachen mir helfen, die ich in dieser Propedeuse gelernt habe, obwohl ich eigentlich Videoproduktion mache, was sehr technisch ist und visual und gar nicht handwerklich ist, aber sehr viele andere Bereiche, in anderen Designbereichen helfen mir dabei. Und da habe ich gemerkt, dass in meinem Leben das genau das Gleiche war, weil ich habe so viele Jobs gehabt, so viele Sachen gemacht, die mir bestimmte Skills beigebracht haben, die mir jetzt in meiner Firma mich viel weiterbringen. Allein schon zum Beispiel, ich habe so ein Ding gemacht, das heißt der Snackbär. Das ist so, wie nennt man das? Das ist eine Snackkiste mit Süßigkeiten und die stellt man in so Büros auf. Das sind so Büros, die so 20 bis 30 Mitarbeiter haben und die jetzt nicht so groß sind, dass sie einen Automaten haben. Ne? Weil so ein Automat brauchst du mindestens 100, 200 Mitarbeiter und das ist ein krasses Business. So, die gehen da hin, die stellen diese Box auf und jede Woche kommen die und tauschen diese Dinger aus. Und die kauft irgendwie so einen Snickers für 20 Cent und verkauft den mal für 1 Euro. Ja, und dann sind so 120 Euro. Und dann, wenn die so 400 von diesen Dingern haben, machen die richtig viel Cash. Und das einzige Problem ist, hier in Deutschland, sehr viele Leute sind skeptisch. Wenn du ankommst mit so einer Box, ist es umsonst. Die Mitarbeiter müssen, weil es auf Vertrauensbasis, 1 Euro reinschmeißen und können sich einen Snickers nehmen. Aber die Box ist offen. Das, du könntest es einfach klauen. Ja? Aber es ist auf Vertrauensbasis. So, und dann viele so Chefs, Leute, die so Abteilungsleiter sagen so, nee, dann habe ich die Verantwortung, wenn die Mitarbeiter das dann klauen, dann sagen sie, ich muss dann alles bezahlen, nee, wollen wir nicht. Das heißt, dein Job ist, überzeuge diesen Menschen, dass es kein Risiko gibt, ihr braucht nichts zu unterschreiben, ihr könnt diese Box hinstellen, bam, 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 alles cool. So, und ein Freund von mir hat mir davon erzählt, sag ich, lass uns machen, wir hatten nichts zu tun. Okay, wir haben uns gesagt, jede Box, die ihr aufstellt, kriegt ihr 20 Euro. Ich dachte, okay, cool, lass uns machen. Am ersten Tag, wir sind 7 Stunden rumgelaufen, haben 3 Boxen aufgestellt. 60 Euro und wir haben das geteilt. 30 Euro, Mann, 6 Stunden, 5 Euro die Stunde. Ich so, fuck, was ist das denn, Mann? So ein Scheißjob. Niemals. Es ist auch noch kalt gewesen. Wir laufen, Finger frieren, ich muss die Box halten, voll große Holzbox, schwer. Ich so, Mann. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, am zweiten Tag, wir haben das zu zweit gemacht. Also wir haben uns gegenseitig gecoacht. Und das war so eine Zeit, da haben wir dieses so Tony Robbins Personal Power 2. Haben wir uns so reingezogen. Ja. Und da war sehr viel über Konditionierung. Wie du dich selber konditionierst und wie du andere Menschen konditionieren kannst. Ja? Also sie sagen, okay, put yourself in a peak state, das und das. Und das ist das Geile, das ist ja Verkaufen. Das heißt, du kontrollierst die Energie deines Gegenübers. Ja. Wenn du irgendwo ankommst und du klopfst an einer Tür und du kommst so, ja, Entschuldigung, wir wollen Sie gerne diese Snackbox, vielleicht wollte Sie, also es ist ja kein Risiko. Leute, die sehen an deiner Energie, nein. Und du hast viele verschiedene Typen von Menschen. Manche Menschen, die sind halt so, sehr dominant. Da musst du halt gucken teilweise, dass du denen sagst, wie viele Mitarbeiter haben sie eigentlich? 15? Ja, für sie ist das wahrscheinlich gar nicht so interessant. Wieso denn? Wieso denn? Was ist das denn? So, ne? Andere Leute sind so, die können keine Entscheidung treffen. Da gehst du einfach rein, so, okay, wo haben wir hier einen Bachelor? Ah, das ist perfekter Platz, neben der Kaffeemaschine. Komm, stellen wir hier hin, ne? Wir kommen dann in einer Woche wieder zurück und bam. Und dann siehst du, bei manchen Leuten kannst du das nicht machen, bei manchen Leuten kannst du das machen. Aber das Krasse ist, du lernst so viel über Menschen, weil jeden Tag haben wir mindestens mit 70 bis 80 Menschen face-to-face, die du noch nie gesehen hast, und du musst sie überreden, diese Box zu nehmen. So, und das Geile war, wir haben das so 3 Monate gemacht. Dann waren wir irgendwie, wir haben das in ganz Aachen gemacht, in einem Umkreis, und dann waren wir irgendwo in einer anderen Stadt. Und da war so ein Tag, da bin ich wieder so 6 Stunden rumgelaufen, und dann hatte ich nur 2 von diesen Boxen gestellt. Weil oft ist so, der Chef ist nicht da, kann keine Entscheidung treffen, okay, ich komme später wieder. Und dann manchmal ist so ein Gebäude mit vielen Büros, manchmal ist so ein Ding, und dann läufst du erstmal 5 Minuten bis zum nächsten. Und dann sind die nicht da, und dann läufst du bis zum nächsten und dann musst du mit dieser Box zum Auto und dann geht so viel Zeit verloren. Ich war da nicht so, ey, Mann, das kann doch nicht sein. Ich will wissen, so wie viel diese Leute machen, für die wir das machen. Weil die haben uns gesagt, wir geben euch 20 Euro und wir haben das einfach akzeptiert, wir haben gar nicht einen Preis verhandelt. Dann hat er gesagt, okay. Dann haben wir recherchiert, rausgefunden, dass es eine Franchise ist. Und dieser Franchise-Geber ist aus Berlin. Dann haben wir bei der Franchise angerufen und gesagt, so, ja, wir sind interessiert, Partner zu werden. Und wir möchten gerne mehr Informationen haben. Dann hat er uns erklärt, wenn ihr Partner werden wollt, könnt ihr dies, so. Ah, okay, und wie viel verdienen wir und wie viel bezahlen wir den Mitarbeitern und so. Der Typ hat uns alle Informationen einfach am Telefon gesagt. Ne? Sagt er so, ja, normalerweise, also ihr müsst so ungefähr 300 Boxen aufstellen und dann könnt ihr anfangen, Geld zu verdienen. Weil am Anfang
geben die ja super viel aus und so weiter, ne? Und dann haben die Return on Investment. Meinte er so, normalerweise dauert das ungefähr 8 bis 9 Monate. Aber wir haben 2 sehr fleißige Studenten aus Aachen. So unsere Partner in Aachen, die haben 2 fleißige Studenten, die für die arbeiten. Die haben das schon in 2 Monaten geschafft. Und die haben schon ihre 300 Boxen in 2 Monaten. Ich gucke den so an, ich so, der Typ sagt gerade, dass wir das, was normalerweise 9 Monate dauert, in 2 Monaten gemacht haben. Weil so viel das wert ist. Zeit ist Geld. Wir haben denen übertrieben viel Zeit gespart. Ich so, ey, wir sagen denen ab morgen, wir machen das nicht mehr für 20 Euro, sondern 50. Die gucken mich an, der so, ey, wie kann man nicht sagen, das ist mehr als das Doppelte, dies und das. Ich so, immer sagen, 50. Ist mir egal. Wir sind die Besten. Und weißt du was, wir werden den Typen aus Berlin sagen, wir machen das für alle in Deutschland. Wir machen das für 50. Der ist so, ey, haben wir gesagt, erst 1 Monat lang kam nichts. Der ist nervös geworden. Und meinte, da siehst du, ich hab gesagt, das ist zu teuer. Und Baba. Wir haben so eine Blogspot-Webseite gemacht, die Snackbären mit so einem Foto. Und so, ah. Und weißt du, die Snack. Ey, und das Geile ist, danach, nach 1 Monat uns der Erste gebucht. Wir waren in Berlin für 1 Woche. Ey, wir waren so gut, nach einer Zeit, am Anfang haben wir zu zweit 3 Boxen aufgestellt in einem Tag. Danach, ich habe alleine 12 Boxen aufgestellt. 600 Euro an einem Tag. Ich kenne Leute, die Drogen verkauft haben, die nicht das Geld gemacht haben, was ich mit Schokolade und Snickers in Büros gemacht habe. Und das war halt so geil, weil dann auf einmal, bam, bam, du gehst 1 Woche nach Berlin, 1 Woche hier, 1 Woche nach Stuttgart und wir haben da zu der Zeit auch Musik gemacht. Aber das Krasse war einfach, dass diese Regeln, die du bekommst, von draußen nicht akzeptierst, sondern erstmal recherchierst, die Regeln brichst, den Wert liefern musst und dann die Regeln neu erfinden. Aber was mir das noch beigebracht hat, und das konnte ich in diesem Moment nicht sehen, ist, dass ich 6, 7 Jahre später, als ich dann nach Dubai gegangen bin und meine eigene Firma gegründet habe, ich habe gesehen, dass viele, viele Filmleute sind Kreative. Die können nicht verkaufen. Ja? Und sogar wenn Leute im Marketing sind, vom Kreativen, können trotzdem nicht verkaufen. Die sind immer noch zu sehr Marketing. Und ich habe gemerkt, so, ich bin Regisseur, ich kann kreativ arbeiten und ich kann aber auch in einem Business-Meeting genau verstehen, wie die Person vor mir ist. Weil, Mann, wenn du jeden Tag mit 80 Menschen redest und du machst das einfach mal 1 Jahr lang, hast du so viel Erfahrung. Und vor allen Dingen diese Schüchternheit oft und dieses Zurückhalten, das kommt oft auch, weil du Angst vor Ablehnung hast. Und du willst nicht auf Menschen zugehen, weil du denkst, ah, die denken bestimmt nicht so. Weil du die Ablehnung persönlich nimmst. Wenn du aber mit einem Produkt kommst oder mit etwas und du denkst, ja, warum hat er mir jetzt gesagt, nein. Wenn du das 80 Mal am Tag machst, nimmst du das irgendwann nicht mal persönlich. Du siehst aber, der Typ hat einen schlechten Tag oder dies oder das. Du kannst das nicht rationalisieren, weil das dir nur einmal alle 3, 4 Wochen passiert. Wenn das aber 80 Mal am Tag passiert, so, dann das wird so in dieser Routine drin, dass dir das scheißegal ist. Ja. Wirklich, ich konnte damals nicht vor der Klasse irgendein Buch vorlesen. Jetzt stehe ich in so einer Halle, scheiß Beat funktioniert nicht und ich bin da, keiner läuft. Leute fragen sich, was passiert und ich bin da und rap und bla und mache irgendein Freestyle. Und mir ist scheißegal, was irgendwelche Leute denken, aber da, ich war nicht so vorher. Überhaupt nicht. Und das ist etwas, was ich will, dass Menschen verstehen, weil was die Leute sehen immer, jemand, der gut ist in etwas und denken, ja, das ist gut für ihn, seine Persönlichkeit ist einfach so. Und das habe ich damals auch gedacht. Manche Leute sind so, manche Leute sind so. Aber du kannst das lernen, das ist ein Skill, das ist angelernt. Auch Leute, die schon seit ihrer Kindheit so sind, haben es gelernt, unbewusst. Durch ihr Umfeld, vielleicht durch ihre Eltern, durch die Umstände, haben die schon, als sie 2, 3 waren, Sachen so oft gemacht, dass die gemerkt haben, ich bin gut da drin oder ich bin lustig oder Leute reagieren gut auf meine Energie und dann waren die auch im Kindergarten schon, dass sie so Storys erzählt haben und so einen Scheiß. Aber die haben das trainiert und die haben das schon so oft gemacht, dass sie irgendwann das Gefühl hat, ich war schon immer so. Ich habe das nie gelernt. Ich war nie anders. Ja? Aber du hast dann in deinem Ding Skills in deinem Bereich, du bist vielleicht organisiert und dies und das, aber dafür bist du nicht outgoing. Aber dafür ist diese Person nicht strukturiert. Und dann, das ist wieder dieses, wie du mit dir selbst redest. Ich bin kein strukturierter Mensch, ich bin einfach nicht organisiert, ich komme immer zu spät. Du sagst dir selber, dass du immer zu spät bist, also wirst du immer zu spät sein. Du denkst aber nicht, das ist etwas, was man lernen kann und ich muss einfach nur besser werden da drin. Ich habe sehr viele Skills, die andere Leute nicht haben, aber nicht, das ist meine Persönlichkeit, weil das ist diese Ausrede. Ich bin gut darin, dafür bin ich nicht gut darin. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Akzeptiere es einfach. Und ich denke mir so, okay, nicht jeder kann der Beste auf der Welt werden in jedem einzelnen Ding, aber du kannst von dir selbst die bessere Version werden von einem Ding. Und das ist so, weißt du, dieses zusammengefasst ist so krass, weil diese Propedeuse in der Uni, dass du jedes einzelne Fach machst, um rauszufinden, dass später du, auch wenn du nur ein einziges von diesem Fach nutzt, aus allen anderen Bereichen lernen kannst. Das ist so, hey Mann, wo es jetzt so kalt ist, ne? Ich wohne jetzt schon seit 5 Jahren in Dubai, ich bin gar nicht mehr gewohnt, dass es so kalt ist. Aber weißt du so, es erinnert mich an so Sachen,
ich habe mal irgendwie, ich wollte damals DJ werden und wollte mir so ein Mixpult kaufen, das war voll teuer, das hat irgendwie so 2000 Euro gekostet, ja. Mark damals, glaube ich noch. Was, Mark oder Euro? Weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich gehe im Sommer, habe ich immer in so einer Fabrik gearbeitet, am Fließband. Ey Mann, und dann war so irgendeine Schicht, ich immer so morgens, das war dieser Warner Brothers, und da muss ich irgendwie so um 4 Uhr morgens aufstehen und dann zu diesem komischen Werk fahren und morgens muss ich einfach so Kartons, so Paletten rausbringen und in so einen Mülleimer werfen und wirklich so maschinelle Arbeit, so 2 Stunden lang, draußen voll kalt, Finger am Frieren und du musst einfach diese komischen Paletten rüberfahren und reinschmeißen und rüberfahren oder reinschmeißen, wenn du fertig bist, gehst du rein, so Kartons falten, stundenlang und dann irgendwie so das reintun, das rüber, das reintun und ey, ich habe einfach nur Musik gehört und weißt du, irgendwann mir so Audiotapes reingezogen und so, aber ich habe einfach gemerkt, dass diese temporäre Situation, in der du jetzt bist, wenn du versuchst, so gut wie möglich das zu machen, lernst du selber etwas dabei. Wenn du einfach sagst, ah, ich werde bezahlt, ich gucke einfach, dass ich die Zeit totschlage und so weiter, du lernst ja nichts dadurch. Diese Snackbar, wir haben das so gut wie möglich gemacht. Natürlich wurden wir auch belohnt, weil wir mehr Geld dadurch gemacht haben. Ich habe andere Jobs gemacht, ich habe im Callcenter gearbeitet bei Apple oder weißt du, so sehr viel, aber du lernst dann diese Struktur. Du weißt, wie es in einem Callcenter abgeht. Du lernst, okay, wie funktionieren die Hierarchien in einem Callcenter. Weil du kannst versuchen, das ganze Konzept zu verstehen, auch wenn du nicht Karriere da drin machen willst, weil das wird dir in einem anderen Job, egal was du später machst, wenn du dich selbstständig machen willst, so viel helfen. Und das ist etwas, was ich erst später verstanden habe. Deswegen, für mich ist das wirklich so ein Domino-Effekt, wo ich merke, jede einzelne Erfahrung, wenn du dir bewusst bist, dass du das für dich selbst machst und nicht für einen anderen Menschen arbeitest und es nicht nur das Geld ist, du bist dir bewusst, dass es für dich selbst ist, nimmst du etwas mit für dich selbst. Und das nimmst du mit für die nächste Erfahrung und die nächste Erfahrung. Und irgendwann macht das Sinn. Das, was für mich ist, dieser Turning Point, eher, dass du merkst, ey, shit, das ist alles wie so ein Lego-Dings, wo du das zusammenbaust und auf einmal hast du so eine Figur fertig, aber jeder einzelne Schritt, weißt du so, dann ist die Frage, was ist jetzt dieser Stein, der diese Figur vollendet hat? Ja. Der letzte. Ja. Jetzt siehst du das Ganze, aber jeder einzelne Stein hat beigetragen. Ja. Und das ist für mich jede einzelne Erfahrung, die du machst. Ja. Und deswegen sind manchmal Leute frustriert, weil die sind bei der Hälfte und die merken auch nicht, dass das irgendwie Sinn macht. Du hast nur die 2 Beine und irgendwie oder vielleicht nur das Hälfte und du denkst irgendwie, das sieht scheiße aus oder was bringt das? Andere Leute haben voll die geilen Dinger und ich habe gar nichts und du merkst nicht, dass vielleicht so ein Ding, bumm, auf einmal kommt und auf einmal siehst du das ganze Bild. Ja. Und das ist wirklich so, das kann frustrierend sein. Ich hatte viele Momente, wo ich wirklich dachte so, ey, fuck, man. Sogar als ich nach Dubai gegangen bin. Ich bin nach Dubai gegangen, alle Leute sehen so, oh, du hast geschafft. Ich war im ersten Jahr da und dann habe ich wieder von Null angefangen. Ich habe eine Firma da gegründet, hatte einen Partner und dann ist nichts so gelaufen, wie ich dachte. Und dann habe ich 9 Monate wirklich bei Freunden auf den Couch gepennt und geguckt, scheiße, Mann, was mache ich? Soll ich wieder nach Deutschland zurückgehen? Puh, hart, es ist hart, da zu überleben. Ich habe Videos gemacht für Leute und, weißt du, so ein Restaurant, umsonst gegessen, wirklich so auf Hustle. Und dann Step by Step by Step by Step by Step nach oben. Und das ist wirklich so dieses, wenn du an dich selbst glaubst und vertraust, dass da, wo du jetzt bist, da musst du sein, weil es gibt etwas, wo du noch nicht vollkommen bist. Und Gott hat dich in eine Situation gebracht, dass du besser wirst. Du hast eine Sache noch nicht verstanden, du weißt noch nicht, was es ist. Das ist gerade eine Lektion. Das ist wie ein Spiel. Wenn du ein Spiel spielst und es ist einfach und du gehst von einem Level zum nächsten, ist es langweilig. Wenn es anstrengend ist und du stirbst, scheiße, fängst du nochmal an. Du fängst nochmal an, du stirbst, scheiße, jetzt muss ich noch. Aber jedes Mal, wenn du stirbst, lernst du doch etwas über dieses eine Ding, was dich gekillt hat. Ja. Und dann machst du es nochmal und daran stirbst du nicht mehr. Bis du gut genug bist, stirbst du jedes Mal wieder, bis du gut genug bist, dass du zum nächsten Level kommst. Ja. Und so ist das im Leben auch. Wenn du das so siehst, scheiße, Mann, es gibt ein Ding, was ich nicht verstanden habe, ich muss das erstmal meistern, bis ich zum nächsten Level komme. Wenn du das so siehst, wirst du nicht frustriert jedes Mal, wenn das passiert. Ja. So ungefähr. Wow, geile Antwort. Ich gehe mal so voll in so Freestyle rein, aber nein, geile ich bin Antwort. So. Ja, da hast du schon viele Fragen, die ich eigentlich noch hatte, als ich doch. Willst du? Kamera ein bisschen schwer, ne? Nach der Zeit. Muskeltraining. du hast ja schon erzählt, dass du sehr viele Niederschläge hattest, wo du auch trotzdem aufgestanden bist. Was hast du da genau genutzt, um wirklich wieder Energie zu tanken, wo du sagst, okay, ich muss jetzt wieder aufstehen, ich muss jetzt wieder was bewegen. Also abgesehen, dass du wahrscheinlich ins Training gehst, ne, um das abzuschalten. Aber hast du jetzt irgendwie Buch, Hörbücher oder irgendwas Bestimmtes gelesen, wo du sagst, okay, das lese ich jetzt jeden Tag, ich habe da eine Routine drin. Oder ja, wie,
holst du dir die Energie zurück, wenn du auch mal so wieder einen Tiefschlag hast? Das ist sehr interessant. Ich habe eigentlich nie so eine Quelle gehabt, die ich immer wieder wiederholt habe, außer meine eigenen. Also deine eigene? Und zwar, ich habe verschiedene Sachen. Und ich habe, der Grund, warum ich nie, ich habe verschiedene Rituale, die aber immer unterschiedlich sind, ja, je nachdem, was für Phasen ich mich befinde. Also ich habe einmal diese Affirmation, ich bin im Präsenz formuliert. Und was ich mache, ich habe ganz früher, ich überlege gerade, was das ist. Ich glaube, das ist Time of Your Life oder von Tony Robbins, irgend so ein Buch, wo er verschiedene Affirmationen hatte. Und der hat ja diese Morning Rituals und der hat dann diese Musik im Hintergrund und dann redet er drüber. Aber das Ding ist, er nutzt ein Beispiel von jemandem, der so zum Beispiel abnehmen will. Und dann sagst du, if you want to lose weight und blablabla. Und dann musst du dir aber so dein eigenes Ziel vorstellen. Aber mich hat das immer abgelenkt, weil er über dieses Gewicht immer redet. Und ich sage, ich will nicht Gewicht verlieren, ich will was anderes. So. Und ich kann nicht gleichzeitig denken, wenn einer redet. So. Dann habe ich gesagt, scheiße, ich muss einfach mein eigenes Tape aufnehmen. So. Und dann habe ich einfach mir, auf YouTube gibt es ja voll viele diese Soundtracks von diesen Hero, keine Ahnung, 300, Sparta und diese ganzen Sachen. So, ne? Diese, wenn ich schon habe ich dieses, ich bekleime, besteige den Berg zum Erfolg. So diese kleine, ne? Von Musik. Und habe einfach diese Affirmationen aufgeschrieben und habe die dann einfach gesprochen, aufgenommen mit diesem Beat. Bin morgens aufgewacht, habe Sport gemacht. Ich bin oft immer so Treppen gelaufen. Wir hatten schon so ein Gebäude, das hat irgendwie 70 Stockwerke. Dann bin ich einfach mal so hochgerannt, mit dem Aufzug runter, bumm, wieder hochgerannt, Aufzug runter. Das war so mein, ne? Und ich hatte das Gefühl, so ich laufe nach oben. Das war für mich so diese, wie soll ich das sagen, Metapher. Und das habe ich gemacht, wirklich dieses... Die ersten Stunden des Tages nutzen für sich selbst diese Visualisierung. Das ist so stark. Ich habe immer mir Bilder rausgeschnitten, an die Wand getan und wirklich dieses Visualisieren, sich in bestimmte Situationen versetzen. Ich sehe wirklich teilweise das Leben so wie ein Film. Ich habe das Gefühl so, das ist nicht echt. Ne? Das ist echt nicht. Also, ich bin der Schauspieler, ich bin der Regisseur, ich bin der Scriptwriter, ich habe die Kontrolle über meinen Film. Wie im Traum so. Wie im Traum. Wie, wo man nicht aufwacht. Ja. Genau. Und du kannst es schneiden, wie du willst, du kannst die Momente rausschneiden, die du willst. Das heißt, wenn du dich zu sehr fokussierst auf die Vergangenheit, auf das, was nicht funktioniert, wirst du dich schlecht fühlen. Wenn du dich fokussierst auf was gut ist, Ritual ist auch, welche Fragen du stellst. Ich habe eine Frage, ich habe mir das als Screenshot, zum Beispiel Background für mein Handy getan. What's good about this? Das ist so eine der stärksten Fragen, die ich habe. Egal was passiert, besonders wenn etwas Schlechtes passiert, was ist gut daran? Wenn du dir diese Frage stellst, kommst du auf Antworten, auf die du niemals kommst, wenn du dich selbst mitleidest. Warum passiert mir das immer? Mann, warum funktioniert nichts, was ich mache? Und du hast ja wie so eine Art Presupposition, dass du sagst, warum passiert mir immer etwas Schlimmes? Heißt es passiert mir immer was Schlimmes. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht die Realität. So siehst du das nur in diesem Moment. Und das Problem ist, das ist wie Nahrung. Manche Leute fragen sich so, ja, man muss sich aber immer wieder motivieren und warum kann man sich nicht einmal, und dann bleibt das einfach. Beim Training. Du kannst nicht einmal trainieren und dann bist du fit für dein Leben. Du kannst nicht einmal essen und dann braucht dein Körper kein Essen mehr. Du kannst nicht einmal schlafen, dann bist du einen Monat wach. Warum glaubst du dann, dass du dich einmal motivierst und dann bist du für immer motiviert? Du musst das jeden Tag machen. Deine Seele braucht diese Energie. Dein Gehirn braucht Energie, dein Körper braucht Energie. Und das ist etwas, was man einfach planen muss und mit einbauen muss, wenn man das weiß. Und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, so okay, wo ich wirklich die Niederschläge hatte, ich hatte manchmal so ein, zwei Wochen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was passiert. Und wo ich mir gedacht habe, Mann, nichts macht Sinn und das ist okay. Man darf sich da auch nicht zu sehr, das habe ich damals auch gemacht, ich war so ein Perfektionist. Und das bin ich manchmal immer noch. Aber dieses, dass man sich nicht erlaubt, auch manchmal down zu sein, das ist Teil von dem Ding. Es gibt manchmal Momente, auch wenn du positiv und dies und das, wo du sagst, scheiße, alles ist scheiße. Zwei Wochen lang, du sitzt da, Mann, du wachst auf in deiner Unterhose, du bleibst in deinem Zimmer und isst Chips und guckst irgendeinen Scheiß, der dich gar nicht interessiert, aber du willst gerade nur, du guckst das nicht wirklich, aber du sitzt einfach da und du guckst einfach eine Episode nach der anderen von irgendeiner Serie, weil du alle anderen schon gebinged hast und die sind schon fertig. Und dann ist so dieser Punkt und jedes Mal kam das wieder mit Training, immer wieder. Und ich sagte, weißt du was, ich wache jetzt ganz früh auf, ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich hin, ich meditiere, ich bete, ich mache mir meine Affirmation, ich gehe ins Gym, ich trainiere, bam, ich esse etwas Vernünftiges, setze mich hin und mache einen Plan. Das Wichtigste, du brauchst, wenn du das Gefühl hast, so, du weißt nicht, was du machen sollst, du bist überwältigt oder du denkst, nichts funktioniert und so, du musst mit einer Sache anfangen. Du weißt nicht, welche funktioniert. Das ist wie wenn du in einem Raum bist und 50 Telefone klingeln gleichzeitig
Zum Beispiel, du bist irgendwie so in einer Wachzentrale und sagst, 15, oh, was machst du? Du musst einen Anruf beantworten. Lass die anderen klingeln. Legst auf, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Du weißt nicht, welcher ist der wichtigste. Du nimmst aber einen. Weil wenn du da sitzt und überlegst und weißt du nicht, was passiert. Ja, das war nicht zu lang. Ich glaube, es ist eine halbe Stunde oder so. Ah ja. Weißt du, das ist so wie dieses, du siehst nur 10 Meter weit, aber das ist alles, was du sehen musst. Du gehst diese 10 Meter und dann siehst du wieder 10 Meter und gehst diese 10 Meter. Und das ist für mich so wirklich dieses, ich habe so einen Spruch, so ein Mantra, so dieses, du bist eine Handlung davon entfernt, dein Leben für immer zu verändern. Du weißt aber nicht, welche Handlung das ist. Also handel so viel du kannst. Handel so schnell du kannst. Scheiter so viel du kannst, scheiter so schnell, weil scheitern ist ja dieses Fail First Attempting Learning. Das ist so, du kannst gar nicht erfolgreich sein, wenn du nicht scheiterst. Das ist Teil von dem Ganzen. Wenn du scheiterst, ist es ein Beweis dafür, dass du etwas gemacht hast, dass du gehandelt hast. Wenn du nicht scheiterst, heißt es, dass du keine Handlung getroffen hast. Du bleibst in der Komfortzone, dann kannst du nicht scheitern. Aber wenn du etwas probierst, was du noch nicht kannst, dann kannst du scheitern. Und wenn du etwas, wenn du handelst und du scheiterst nie, heißt es, dass deine Handlung dein, also nicht kompliziert, nicht schwierig genug sind. Das heißt, dein Ziel ist nicht groß genug. Ja. Und wenn dein Ziel groß ist, wirst du scheitern. Und solche Sachen, das klingt immer so banal, aber wenn man sich daran erinnert, in solchen Momenten, wo man unten, das ist für mich, das ist immer so wichtig, wo ich mir denke, so, ey, weißt du, so, es hilft mir manchmal auch Biografien zu lesen von Leuten, die erfolgreich sind und wie die in solchen Momenten umgegangen sind. Weißt du, so Muhammad Ali, Biografie, wo du denkst, dieser Typ hat eigentlich so Angst vor nichts, Selbstbewusstsein bis hier und du liest, wie er Momenten gezweifelt hat über sich selbst und nicht sicher war. Das sind so Sachen, die mir so... ein bisschen laut hier. Ja. Kivo live. Ja, genau. Das ist so dieses Selbstbewusstsein, das Wort selbst bedeutet sich seiner Selbstbewusstsein. Das heißt, du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen. Das ist super wichtig. Du musst verstehen, wer du bist, um rauszufinden, wo du hingehen willst. Weil sehr viele Leute versuchen, ein Ziel zu verfolgen, wegen anderen Menschen. Weil sie in den Augen anderer Menschen etwas sein wollen, aber das ist nicht wirklich das, was sie selbst sein wollen. Und dann sogar, wenn du dieses Ziel erreichst, wirst du vielleicht nicht glücklich sein. Ich hoffe, das ist nicht schwer. Und also das ist etwas, was ein langer Prozess ist. Ich glaube, weißt du, dieses, es gibt, wer hat das gesagt? Charlie Chaplin hat gesagt, du bist so, wir sind alle Amateure, wir leben nicht lang genug, um etwas anderes zu sein als ein Amateur. Und ein Amateur, also vom Französischen kommt auch von dem Wort aimer, ne? Amateur ist jemand, der etwas mag. Wenn du etwas machst, was du magst, bist du ein Amateur. Aber ein Amateur ist auch jemand, der am Anfang steht und der etwas ausprobiert und der nie ein Meister ist von dem, was er sagt, ich brauche nichts mehr zu lernen. Und solange du weißt, dass du noch was lernen kannst, geht's weiter. Und du weißt, du wirst scheitern. Und ehrlich gesagt, so, ich habe so viele Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, dass, wo ich gescheitert bin, du fängst ja nie von null an. Es ist wie wenn du ein Haus aufbaust und das bricht zusammen. Und aus diesen Scherben, aus diesen Elementen, baust du ein neues Haus. Aber die Elemente sind schon da. Du baust es einfach nur neu auf und dann baust du es teilweise stärker und besser, weil du weißt, was beim ersten Haus nicht funktioniert hat. Und du musst nicht von null anfangen, wo kriege ich die Ziegelsteine her, wo kriege ich dies, das her, das ist ja schon alles da. Und deswegen, ich war in Dubai zum Beispiel und erst habe ich gesagt, scheiße, ich fange von null an, weil ich finanziell wieder bei null war. Aber ich war schon im Land. Ich kenne bestimmte Leute, ich habe ein Netzwerk, ich weiß, wie bestimmte Sachen funktionieren. Das hatte ich ja davor nicht. Und wenn du anfängst, bewusst dir aufzuschreiben, was habe ich? Weil es ist wichtig, ich mache das Beste mit dem, was ich habe. Viele Leute sagen, ich habe nicht genug Budget oder ich habe nicht viel Zeit oder ich bin nicht schlau genug, ich habe nicht genug Wissen. Was kannst du mit dem machen, was du jetzt weißt? Und wie kannst du mehr lernen? Was kannst du mit dem machen, was du jetzt hast, ein Geld? Wie kannst du mehr bekommen? Was machst du mit der Zeit, die du jetzt hast? Und dann schließt du das ab und dann versuchst du mehr Zeit zu gewinnen, um etwas Größeres zu bauen. Aber mach etwas in diesem Rahmen, den du jetzt hast, anstatt zu sagen so, ja, aber es wäre besser, wenn dies, es wäre besser, wenn das, es wäre besser, wenn das. Weil dann fängst du nicht an und bist nur im Traum. Handel. Und wenn du handelst, kann es sein, dass du scheiterst. Aber das ist so wichtig, dieses, wo bin ich jetzt gerade? Aber auch dieses, was habe ich jetzt, was ich vor einem Jahr nicht hatte? Was habe ich jetzt, was ich vor zwei Jahren nicht hatte? Und je mehr du dir das bewusst bist,
dieses zum Beispiel so seine erfolgreichen Handlungen, seine Erfolge, sich aufzuschreiben. Dass man manchmal, weißt du, so am Ende des Jahres guckt, ey shit, so, boah, krass. Man vergisst so schnell. Und unser Gehirn ist fokussiert immer auf Gefahren auszugehen, weil wir wollen überleben. Ja, stimmt. Und deswegen achtet man immer auf, was funktioniert nicht, was ist schlecht, was ist schlimm, ja, was ist das. Und 10 Leute können dir ein Kompliment geben und eine Person sagt so, ja, was ist das mit deinem komisches Outfit? So, und dann bist du so unsicher, oh scheiße, Mann, die Leute mögen nicht mein Outfit. So. Ja. Und 10 Leute haben dir gesagt, das ist Killer, wo hast du es gekauft, ich will das auch haben. Ja. Aber dein Gehirn fokussiert auf dieses Negative. Und wenn man sich dessen bewusst ist, das ist für mich dieses Selbstbewusstsein. Du bist dir selbstbewusst, dass du weißt, das ist meine Schwäche. Das ist etwas, wo ich immer sage, ich muss aufpassen. Ja. Dass ich da nicht überreagiere, dass ich das nicht überbewerte. Dass ich mich besinne und einfach versuche zu gucken, neutral und nüchtern, wo bin ich jetzt wirklich? Und nicht Sachen dramatisiere und, und das ist oft sehr viel Selbstmitleid. Dieses, oh Mann, mir geht so schlecht und dies und das. Mann, es gibt Leute, die überleben mit 1 Euro am Tag oder mit weniger. So. Ich bin da und denke mir so, okay, weißt du, ich habe Jordan-Schuhe an und dies und das. Okay, ich habe jetzt nicht Geld, um das zu machen, was ich wirklich machen will. Aber ich bin schon mal viel weiter als andere. Ich spreche 5 Sprachen, ich habe dieser. Dann fängst du eine Liste an zu machen von dem, was du hast. Inventar. Und dann fängst du an, realistischer mit der Situation umzugehen. Das mache ich. Weil es ist sehr, sehr, sehr schnell so, oh, Gefahr, scheiße, alles ist scheiße. Und dieses Negative. Wir können gerne Kamera tauschen. Ja, mir ist egal. Ich habe noch eine Frage. Also ich habe sogar noch 2 Fragen. Okay. Einmal würde ich gerne wissen, was sind so deine Vorbilder, also wo du sagst, oder deine Mentoren, wo du sagst, okay, durch die bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin. Also sie waren so mein Leitbild. Also auf jeden Fall Tony Robbins, Brian Tracy, sind so die 2, die mich so, was man jetzt, sehr schwierig. Weil ich habe so viele verschiedene Quellen, von denen ich lerne. Und ich nehme immer eine Sache mit. So einer von denen, die mich sehr inspiriert haben, war Bruce Lee. Ja. Sehr jung, was jetzt Fitness angeht. Ne? Und so Muhammad Ali, Tupac. So von der Energie, von diesem, wie soll ich das sagen, von dieser Aura. Vibe? Bitte? Vibe? Ist das auch Vibe? Vibe, ja. Diese Ausstrahlung, diese Charisma. Ja. Und zum Beispiel, das sind alles Leute, die an sich, die sehr selbstbewusst waren. Und aus unterschiedlichen Gründen. Tupac zum Beispiel, der hat Schauspielerei studiert und der wusste sehr, wie er wirkt auf andere Leute. Ja. Und er hat sehr viel gelesen. Muhammad Ali zum Beispiel hat... Der war gar nicht in der Schule, konnte, glaube ich, gar nicht lesen und schreiben. Und hat trotzdem so eine krasse Ausstrahlung und, wie soll ich das sagen, mit Worten. Der war sehr wortgewandt und ne, konnte andere Leute dominieren mit seiner Sprache. Bruce Lee zum Beispiel war für mich so philosophisch super interessant, weil der hat ja dieses Jeet Kune Do entwickelt, wo er gesagt hat, absorb what's useful, reject what's useless and add what's essential. Und das ist für mich das, was ich in meinem Leben auch so übernommen habe, weil ich gucke mir jede Quelle an. Du kannst von jedem Menschen etwas lernen, du kannst aus jedem Buch etwas lernen, auch wenn das nicht dein Leben verändert und du hörst eine Sache und du sagst, boah, diese eine Sache hat mich jetzt... Ich habe das schon 10 Mal gehört, aber jetzt habe ich das richtig verstanden. Ja. So, und davon habe ich sehr viele gehabt. Deswegen, ich habe nie so ein Ding, wo ich sage, es gibt so einen Mensch, wo ich gesagt habe, so, boah, ich will jetzt unbedingt, das ist eine Mischung aus allen. Ja. Jede einzelne Situation, Menschen, die ich kenne, in meinem Umfeld, Leute wie zum Beispiel Michael Jordan, das sind auch so, weißt du, so Kleinigkeiten. So eine Werbung zum Beispiel von Michael Jordan. Ich habe schon immer so, damals wegen Basketball und so weiter, aber das ist ja nur Sport. Dann hat er eine Werbung gebracht, wo der irgendwie gesagt hat, irgendwie, I missed 2000 shots. I lost 300 games. 100 times they gave me the game winning shot and I missed. Weil er ja dafür bekannt ist, dass er immer in der letzten Sekunde wirft und dann gewinnt sein Team. Aber irgendwie, keine Ahnung, 30 Mal hat er es gemacht und nicht geschafft. I failed over and over again in my life. This is why I succeed. Aber so ein kleines sein. Ich sage, er hat dieses jedes Mal geworfen und 30 Mal nicht geschafft. Aber er hat es vielleicht 40 Mal geschafft und dadurch hat sein Team gewonnen. Aber manche Leute kennen ihn nur dafür, dass er in den letzten Sekunden es schafft. Das heißt, die haben vergessen, dass er es 30 Mal versucht hat und nicht geschafft hat. Solche Kleinigkeiten sind so Sachen, die mich dann in Momenten, manchen Momenten, du musst am richtigen Moment die richtige Sache hören von der richtigen Person und kriegst eine Handlung. Und das kam von so vielen verschiedenen Quellen, dass es schwierig ist für mich, das auf 1, 2, 3 Quellen zurückzuführen. Mehr Werbung gucken.
Ja? Mehr Werbung gucken, habe ich gerade gesagt. Ja, also ne? Es ist überall, gibt es Mentoren und gibt es Lektionen. Ja. Überall. Also du nimmst dir von jedem so die Fähigkeit mit, die dich persönlich am weitesten, also ja, persönlich und vor allen Dingen, was ich in dem Moment brauche. Ja. Wenn ich merke zum Beispiel, ich kriege gerade, ich studiere alles, aber nicht zu jeder Zeit. Ich merke zum Beispiel, jetzt gibt es etwas so, wo ich das Gefühl habe, ich muss etwas mit meinem Selbstbewusstsein irgendwie steigern. Mhm. Ich muss etwas besser verstehen. Dann studiere ich etwas darüber. Das mit diesem inneren Kind zum Beispiel, da war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, so, ich habe darüber gehört und dachte mir so, ey, das ist voll interessant, ich will mehr darüber wissen. Ja. Wenn es etwas um Marketing geht, Verkauf, dann versuche ich da was zu lernen. Fitness genau das Gleiche und Ernährung und so weiter. Es gab verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, ey, da habe ich eine Schwäche, ich muss besser werden. Was sind die Quellen? Und dann recherchierst. Ist mir scheißegal, welche Quelle das ist. Ne? Und dann, es gibt so viele verschiedene Bücher und so viele verschiedene Themen. Wenn du einmal in diesen Feld reingehst, dann fängst du an zu merken, so, oh, fuck, was gibt es? Es gibt so viele Sachen, die ich ja noch nicht kannte. Bestseller hier und da und da. Und bevor du es merkst, bam, bam, hast du irgendwie so 10 richtig geile Quellen. Und über diese 10 Quellen, deswegen finde ich Podcasts so geil, vor allen Dingen so Podcasts, wo viele Interviews stattfinden, weil die introducen dir immer wieder neue Leute. Und dann kommst du so, ey, das ist etwas, was mich wirklich interessiert. Ich muss, weißt du, so tiefer gehen. So, und deswegen mache ich mach das mehr davon abhängig, was ich jetzt gerade brauche. Und ja, one step at a time. Cool. Hast du ein Lebensmotto? Also was ist dein Lebensmotto? Hast du bestimmt. Ich habe viele. Ich gewinne oder gewinne, denn ich habe nichts zu verlieren. Das ist eins. Ja. Das ist mehr so eine Line aus meinem Rap. Ja. Ja. Aber dein Lieblingsmotto so? Also ich habe dieses I'm possible geschrieben, dieses Gedicht auf ja Englisch, und das fasst schon sehr viel zusammen. Ne? Und dieser Satz endet mit Until I stop breathing, I'll never stop to grow and always remember that I am possible. Und das ist wirklich dieses ständig wachsen, ständig lernen und alles ist möglich. Alles ist möglich. Und dieses, ich habe jetzt einen Podcast startet, der nennt sich Mach es einfach. Mhm. Und mach es einfach. Ne? Weil oft der Grund, warum man nicht macht, ist, weil man es zu kompliziert macht, weil man es zu ja überdenkt ja und zu lange plant und perfektionistisch ist und sagt, das muss erstmal, ich muss aber erst dies, ich muss erstmal das. Und wenn du es simpel machst, so wie jetzt zum Beispiel, wir waren oben und gesagt, ey, weißt du was, lass uns runtergehen, Kamera nehmen, bam, bam, wieder hoch. Mach es einfach. Wo nehmen wir es? Ist scheißegal. Wir setzen uns hier hin, bam, bam, Licht ist gut, Mikrofon ist gut. Wir machen es einfach und mach es einfach, mach es simpel. Dann ja passiert es. Und dann das führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zum nächsten. Und bevor du es weißt, bist du 50 Schritte weiter und Leute sagen so, boah, du hast voll Glück gehabt, boah, voll krass, dass das irgendwie so bei dir alles läuft. Es läuft nicht, aber du hast angefangen. Ja. Und das ist eines der wichtigsten Sachen. Das ist etwas, was mich so sehr verzögert hat in vielen Sachen, dass ich nicht gemacht habe. Und das ist, was mich nach Dubai gebracht hat. Ich bin einfach gegangen. Die Ausgangssituation war komplett, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt vorsichtig wäre und Sicherheit gesucht hätte, wäre ich niemals gegangen. Niemals. Aber ich habe gesagt, weißt du was, mach es einfach, du kannst es nur rausfinden, wenn du da bist. Du kannst nur rausfinden, ob eine Idee funktioniert, wenn du anfängst. Und viele Leute bleiben in dieser Theoriephase zu lange hängen, in der Ideenphase zu lange hängen und versuchen rauszufinden, oh, was wäre, Marktanalyse, dies, das. Du weißt es nur, wenn du es ausprobierst, wenn du es machst, wenn du es raushaust. Und dann kommt das Feedback. Und wenn das Feedback scheiße ist, dann veränderst du das. Und dann gibst du es wieder raus. Dann kommst du wieder rein, veränderst du das. Und das ist oft dieses, das Bild, was man von sich selbst hat. Man will unbefleckt nach vorne kommen. Man will so dieses, babam, perfekt. Aber so ist das Leben nicht. Ja. Deine Narben, dieses Dreck, das ist, weißt du, so Gary Vee redet von Clouds and Dirts. Du musst im Dreck sein, dann musst du irgendwann im Himmel sein kannst. Und in den, weißt du, fliegen kannst wie ein Adler. Und das ist wirklich so dieses, ne, im Dunkeln erstmal arbeiten, wie diese Raupe im Kokon sein, bevor du ein Schmetterling wirst. Es ist wirklich so viele Metaphern im Leben, wo du sagst, so, ey, du bist erst ein Wurm und krabbelst rum und Leute sagen, was ist das denn für ein hässliches Ding? Und dann sperrst du dich ein und ne, ja, hustelst hart und wenn du rauskommst, da so. Und das ist für mich wirklich so dieses einfach machen, hab keine Angst davor zu scheitern, hab da keine Angst, was Leute denken. Zum Beispiel jetzt hier, wir waren hier oben, ich hab gerappt, Sound hat nicht funktioniert, manche Leute laufen vielleicht vorbei, sagen, was ist das denn? Denkst du, das interessiert mich, was irgendjemand, den ich vor 5 Sekunden nicht kannte, der etwas über mich denkt und weitergeht und ich nie wieder in meinem Leben sehen werde, was der über mich denkt in dieser Situation? Denkst du, das interessiert mich? Weil ich mache das einmal, zweimal, dreimal, viermal, beim 5. Mal stehe ich vor 1000 Leuten und dann sagt auf einmal so, boah, krass, läuft bei dir.
Aber du saßt da und hast gesagt, so, ey, ich mache auf gar keinen Fall. Viele Leute wären da in dieser Situation und gesagt, so, ey, guck mal, jetzt sind so peinlich, so mit Dings, ey, ich mach das nicht. Ja. Scheiß drauf. Weißt du? Ja. Ich gehe zu Events, Mann. Ich war jetzt hier bei einem Event. Das war eine Kundin von mir vor 5 Jahren. Ich habe ein Video für sie gedreht, okay? Und sie fand so die Herangehensweise von mir richtig cool. Die meinte so, ey, ich mag ein Storytelling, wie du an Sachen rangehst und so weiter. Und sie arbeitet jetzt für die Regierung in Dubai, für Ministry of Economy. Und die haben so ein großes Event und das ist, nennt sich so Annual Investment Meeting. Das ist so ein, weißt, ein Meeting für Startups und Investoren und so weiter. Und die haben viele Guest Speaker, diese Gründer von AngelList.com für Angel Investoren aus Amerika, Silicon Valley und alle möglichen so, manche so richtig große Investoren, einer der größten Investoren aus Kuwait, so richtige große Leute und halt viele Startups, die coole Ideen haben und Investoren suchen und Regierungsabteilungen, die dann versuchen, dass diese Startup-Szene in Dubai mehr nach vorne kommt. Und die sagt mir so, ja, ich möchte mich gerne mit dir treffen und wir haben dieses Event. Ich dachte, sie braucht ein Video und sie will mich deswegen treffen. Wir setzen uns hin, sagt sie so, ja, dies und dies und dies, ich brauche einen MC für dieses ganze Event, einen Moderator, der das introduced, die Leute introduced, bam, 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 bam. Das ist 9 Stunden und ich muss so 25 Speaker introducen, Panel Discussions und alles Mögliche. Ich so, Alter, das kann ich nicht machen. So, wann ist das? Die so, ja, das ist in 6 Wochen. Ich so, das ist doch gar nicht mein Thema. Soll ich da ankommen? So, ja, und ich soll, so, das sind so manche von denen sind so Scheichs, so, ne, Excellencies und so weiter, ne? Der Minister von Economy und so. Ich so, Ladies and Gentlemen, please welcome to the stage, His Excellency, the Minister of Economy und so. Ich so, boah, ich seh mich. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Das ist eine krasse Plattform, weil sie hat gesagt, so, ich kann mein Gedicht, dieses I'm Possible, auf der Bühne präsentieren. Ja. Ich kann mich selber präsentieren. Ich kann immer zwischendurch so Motivationsdinger so reinbauen. Aber das Problem war, ich hatte so Scripts, Mann. Weil 6 Wochen Zeit, ich musste voll viele andere Sachen organisieren. Dann habe ich gedacht, so, das ist für mich die beste Lernmöglichkeit. Unter Druck, mit einem Thema, was ich überhaupt nicht kenne, mit richtig vielen wichtigen Leuten und so weiter. Wenn ich das schaffe, 9 Stunden lang und... Ich weiß, bei solchen Events, letzte Sekunde, ändern die dies, diese Person ist zu spät, wir brauchen 10 Minuten Gap, kannst du auf die Bühne gehen, irgendwas erzählen. Wo ich mir denke, was soll ich da machen? Wenn das Ding zu groß für dich ist und du Angst davor hast, ich denke mir mal so, dieses Gefühl von Angst, was du hast in deinem Körper, dein Herz schlägt, ja, deine Finger, wenn du schwitzt vielleicht, du denkst so, diese Nervosität. Wenn du jetzt deine Augen schließt und die dir vorstellst, du hast die größte Lotterie in L.A. gewonnen. Nicht L.A., wo ist das nochmal? Dieses, wo ist diese, wo die Leute mal zum Casino gehen und so? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Stell dir vor, du bist in Las Vegas und hast irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Dollar gewonnen, okay? Du hast jetzt gerade gewonnen, wenn du deine Augen schließt und dir das wirklich vorstellst und du kriegst jetzt diesen Scheck überreicht von 100 Millionen Dollar und du stellst dir vor, wie dein Leben sich verändert und du bist gerade da vor allen diesen Leuten und du kriegst das. Und du stellst dir vor, so, boah, ab jetzt wird mein ganzes Leben sich ändern. Wie wird sich das in deinem Körper anfühlen? Dein Herz wird schneller schlagen, vielleicht wird deine Hände feucht sein, du wirst schwitzen, du wirst diese körperliche, physiologische, wie soll ich das sagen, Empfinden, was du hast, ist von Angst nicht zu unterscheiden. Ja. Es ist von Angst nicht physiologisch zu unterscheiden. Das bedeutet, wenn du das empfindest, ist es Aufregung oder ist es Angst? Du weißt es nicht. Du denkst aber, es ist Angst, weil das etwas ist, was du noch nie gemacht hast. Du kannst dich aber selbst verarschen und sagen, weißt du was? Ich bin aufgeregt, positiv aufgeregt. Das ist genau das Richtige für mich und ich mache das. Ich mache es einfach. Und das kannst nur du selbst machen. Andere Leute können dir sagen, weil diese innere Wahrnehmung von dir selbst und diese Außenwahrnehmung, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Du kannst denken so, Mann, ich bin voll nervös, ich habe gar keine Ahnung. Du machst das, was andere Leute sagen, so, Mann, Alter, ich wünschte, ich hätte so ein Selbstbewusstsein wie du. Und du denkst in deinem Kopf, Mann, das kann doch nicht sein, dass Leute das über mich denken. Das war eine lange Zeit so, weil ich in meinem Kopf, ich war noch immer wie wo ich 12 war, wo ich unsicher war. Ja. Und ich denke, dass ich immer noch so wirke. Und dann merke ich aber, dass ich in Situationen bin und Sachen viel krasser meister als andere Leute. Und die denken so, Mann, ich wäre gerne wie der. Und dann, weißt du, dann habe ich erst angefangen, das wirklich so von der anderen Seite zu sehen. Ja. Ich habe gesagt, ey, weißt du was, ich muss das machen. Ist mir scheißegal, mach, was du kannst, mit was du hast. Ja. Ich habe das noch nie gemacht, das heißt, es wird nicht perfekt. Ich werde Fehler machen, nehme ich in Kauf. Ich habe 6 Wochen Zeit, ich habe nicht mehr als 6 Wochen Zeit. Ich mache das Beste, was ich in 6 Wochen kann. Weißt du? Und, weißt du, ich habe gesagt, ich mache das. Ich gehe da jetzt hin, ich habe das gemacht, das war vorgestern.
oder vorgestern. Ich war auf der Bühne, bam, bam, bam. Ich habe mein Gedicht gedacht, die ganze Halle war voll, Leute waren da, die Chaise. Ich habe so viele Kontakte bekommen, weil ich dachte mir, in diesen, egal wie viele Leute da sind, auch wenn nur 30 Leute da sind, wer sagt mir nicht, dass ein Mensch darunter ist, der das sieht, was ich mache, und der sagt, weißt du was? Richtig Killer. Wir haben da eine Gelegenheit, mach mal was. Dann passiert das und dann passiert das Nächste. Und bevor du weißt, haben sich Türen geöffnet, die du vorher nicht offen hattest. Weil du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. Weil du etwas gewagt hast, was du noch nicht konntest. Und während du es gemacht hast, hast du etwas gelernt. So. Und jetzt mittlerweile ist es natürlich so, dass nicht nur die Leute, die da waren, es sehen. Ich habe es natürlich alles gefilmt. Ich lade das hoch. Dann sehen das noch mehr Leute. Und bumm. Dann kommen mehr Gelegenheiten. Und das sind so Sachen, weißt du, wo ich merke, du kannst dich für manche Sachen nicht vorbereiten. Mach es einfach. Es zu machen, bereitet dich vor für das nächste Mal. Und das bereitet dich vor für das nächste Mal. Du kannst nicht sagen, ich werde erstmal gucken, dass ich ready bin dafür. Ja. Wenn du eine Firma starten willst und dich selbstständig machen willst, du wirst Sachen rausfinden, während du das machst. Die ersten Schritte werden dir so viel beibringen. Die meisten Entrepreneurs, die sagen, 90% des Startups scheitern, nur 10% werden erfolgreich. Aber von diesen 10%, die Leute, die richtig erfolgreich sind, meistens, die haben gesagt, du brauchst 2,8, ist es ausgegangen? 2 bis 3, also 3 bis 4, ich glaube 2 bis 3, 3 bis 4, ich weiß nicht, wie die Statistik ist, Versuche, um erfolgreich zu werden. Das heißt, dass sehr viele Leute eine erste Firma gegründet haben, ist gescheitert. Zweite, gescheitert. Bill Gates, Warren Buffett, sehr viele der erfolgreichsten Leute, die erste, zweite, dritte Firma von denen ist gescheitert. So, das bedeutet, von diesen 10%, wo man sagt, die sind erfolgreich, weil die nicht aufgegeben haben und eine zweite Firma gestartet haben, eine dritte und eine vierte. Ja. Und viele haben eine Firma gegründet, gescheitert, weißt du was, das ist nichts für mich, ich hole mir lieber einen Job. So, das ist aber der Test. Ja. Das ist der Test. Die manche Leute sagen so, ja, nicht jeder kann erfolgreich sein, nicht jeder. Ja, das stimmt, nicht jeder kann erfolgreich sein, weil es nicht einfach ist. Weißt du? So, das ist der Test, das ist die Herausforderung und ich weiß nicht, was die Frage war, aber... Dein Motto war die Frage. Ja, mein Motto. Mein Motto ist, mach es einfach. Mach es einfach, glaube an dich selbst. Und du bist eine Handlung davon entfernt, dein Leben für immer zu verändern. Du weißt nicht, welches es ist. Also handel so oft du kannst und handel so viel du kannst. Ja.